Es liegt eben daran, dass diese Ängste auch herrschen in unserem Land und auch in anderen Ländern, weil es zu wenig Aufklärung und zu wenig Transparenz gibt gegenüber diesen Menschen, die nun halt mal einwandern. Ob sie politisch oder wirtschaftlich Asyl suchen, muss eigentlich moralisch und menschlich betrachtet erst einmal sekundär sein.